Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute bin ich jetzt hier am Bochumer Hauptbahnhof und der Aufzug zum S-Bahn-Steig wurde bereits fertig so erneuert. Wurde bereits erneuert. Man muss die Karte mit und eins drücken, um nach unten zu fahren. Baujahr 2016 und der Aufzug wurde, wie vorhin schon genannt, erneuert. Und sieht sehr schön aus. Natürlich ist auf dem Boden und wir fahren jetzt mit einer Ohr. Und der Aufzug und diese Tür öffnet sich erst nach wenigen Sekunden. Jetzt wird auch wieder nach oben. Das ist ein typischer Schindler-Aufzug. Und der Aufzug und der vorherige Aufzug hatte einen Hydraulikantrieb und wurde von, wie heißt der Hersteller nochmal? In einen Hersteller aus Berlin und aus Schindler Deutschland hat so ihren Sitz in Berlin. Und wenn der auf eine Etage erreicht und dann so und das blinkt das hier so kurz und dann jetzt so lassen wir den Aufzug wieder. Ist ein neuer Schindler Aufzug hier am Bochumer Hauptbahnhof. Und diese übrigen Aufzüge wurden, meine ich, im Jahr und auch wir in den Fernbahnen steigen. Wir sind alle hier identisch. Alle drei Aufzüge. Nur der S-Bahn-Aufzug wurde im letzten Jahr erneuert. Diese Säule hier wackelt, ist nicht festgelegt. Und das ist der Aufzug, der Jansow-Aufzug von innen aus. Den fahren wir nach oben. Baujahr 2005. Der Aufzug wurde im Jahr 2005 neu gebaut und der Boden bröckelt und hat schon Risse. Dieser Aufzug hier hat keinen Tür-Zug-Knopf und hier auf der linken Seite befindet sich der Maschinenraum. Dieser Maschinenraum geht aber wieder unten und hier auf der gegenüberliegenden Seite gibt es ein Tableau für Rollstuhlfahrer. Und das sieht bestimmt außen schon einen aus oder vorgefahren. Ja, das weiß ich leider nicht. Und jetzt fahren wir noch mit diesem Aufzug hier vorne. Der ist völlig identisch. Allerdings wird im Gegensatz mit den zwei anderen Aufzügen, die zu den Fernbahnsteigen führen, für diesen Aufzug kaum genutzt. Ah, die Etage 1 hat das funktioniert hier nicht. Ah, funktioniert die einfach nicht. Funktioniert nicht. Mal schauen. Baujahr 2005. Diese Taste 1 geht nicht. Geht leider nicht. Ich kann leider mit dem Aufzug nicht fahren. Dieser Aufzug ist völlig identisch mit den anderen zwei Jansow-Aufzügen. Aber geht leider nicht. Drück hier fest. Funktioniert leider nicht. Müssen wir den Aufzug nicht verlassen. Die Taste
1 auf der Etage, nicht so im, beim Aufzug zu den Gleisen 1 und 2 ist leider defekt und somit können wir nicht mit dem Aufzug nach oben fahren, sondern ausschließlich nach unten. Die einzige Möglichkeit wäre, dass jemand oben auf der so Bahnsteigebene den Aufzug ruft und dass der Aufzug dann nach so oben fährt. Und so sieht der Bochumer Hauptbahnhof von außen aus nicht. Wo hat man hier diese besten? Besten Überblick. Egal, so soll es auch reichen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.